So, meine Lieben, hier bin ich schon wieder mit ein paar neuen News und let's go! Hi Leute, ganz ehrlich, habe ich nicht mal Zeit, mein Ringlicht aufzustellen, weil ich mich so ärgere und schon wieder auf dem Sprung bin und nicht einen Podcast machen wollte für euch. Guten Abend, liebe Freunde. Wisst ihr, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hatte? Es ging um die Frage, warum ich diesem überproportionalen Hass ausgesetzt war hinsichtlich Elvis und seiner Ex-Miss. Ich fragte mich, woher kommt diese Aggression? Denn was ich machte, war stets eine objektive Betrachtungsweise der Dinge, untermauert mit dem einen oder anderen Fakt. Doch niemals ging ich unter die Gürtellinie oder schon gar nicht vernetzte ich mich mit primitiven Hetzern im Netz, welche Dinge veröffentlichen, ja sogar eine der schrecklichsten Zeiten unserer jüngsten Geschichte verharmlosen und damit an der Grenze der Legalität operieren, ja sogar im Konflikt mit dem Strafgesetzbuch sind. Warum machten dies diese beiden? Nur um mich mundtot zu machen. Ich, der als einziger Partei für Iris ergriff, während sich Elvis und seine Miss einem Pool bedienten aus Menschen, die nicht hinterfragen, sondern nur ihren eigenen Frust ablassen. Und das schon seit Jahren hinsichtlich Iris und ihrer Familie. Nun begann ich nachzudenken und dachte mir, warum könnte es sein, dass die beiden gerade in der Frage, ob sie nun ein Pärchen sind, derart aggressiv wurden. Nun schien mir ein Licht aufzugehen. Denn ihr müsst wissen, in den meisten TV-Formaten, bis auf einige wenige wie das Sommerhaus der Stars, könnt ihr nur dann hineingehen, wenn ihr als Single geltet. Heißt natürlich, wenn deren Plan seit dem Versace es war, auf Kosten von Iris Karriere zu machen und so wie Elvis ja selbst sagt, so viele Formate mitzunehmen, wie er nur kann, da können sie dies nur bewerkstelligen, wenn wir ihnen nicht dahinter kommen, dass sie in Wirklichkeit schon längst ein Paar sind. Deshalb auch diese überproportionale Aggressivität hinsichtlich dieser eigentlich harmlosen Buchung des Hotels oder dem aufgetauchten Foto. Ganz ehrlich, muss ich kurz noch was sagen. Ich höre mich gar nicht. Ich bin gerade am Schneiden. Die Aggressivität kam daher, weil die Iris Klein einfach die Sachen veröffentlicht hat, die Hotelbuchung, was eigentlich nicht veröffentlicht werden darf, weil sie sich damit strafbar macht, weil sie sein Konto gehackt hat, beziehungsweise seine E-Mails oder wie auch immer. In Berlin zusammen im Bauhof. Und dann diese Widersprüche von Peter, wo er zuvor noch seiner Frau ausrichten ließ, er würde sie lieben, dann doch wieder das Geständnis in der Öffentlichkeit, er würde seine neue Flamme lieben. Und dann wieder der komplette Rückzieher in das ganze Gegenteil. Die eine in Berlin bzw. Hamburg stritt sowieso alles ab, obwohl sie im Versace aufeinander hingen. All das macht doch nicht wirklich einen Sinn. Jetzt, wo die Scheidung draußen ist, beziehungsweise nur mal eine Frage der Zeit, ja, vor was verstecken sie sich? Und warum derart aggressive Hassnachrichten in meine Richtung, welche mir mittlerweile zugespielt wurden und ich natürlich auch selbst erhalten habe? Doch wie zuvor gesagt, ist es nicht in meinem Interesse, irgendjemanden öffentlich zu vernichten. Darum behalte ich diese Dinge auch für mich. Ganz anders wie diese Dame aus Berlin, welche bei jeder Gelegenheit die Bild-Zeitung verlinkte. Ganz ehrlich, wenn ich dies im umgekehrten Sinne machen würde, dann würde es wohl einen medialen Tsunami geben. Und zwar keinen zugunsten der beiden Probanden hier. Für mich ist es daher eindeutig. Die beiden vertuschen einen gemeinsamen Weg, um nicht vertragsbrüchig zu werden. Dies ist meine Intention dahinter.
Doch dafür kann weder ich was und schon gar nicht Iris. Und ihr da draußen schon gar nicht. Denn ihr habt nur das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Und diese Wahrheit, liebe Freunde, die spreche ich an. Und deshalb werde ich zum Staatsfeind Nummer 1 für diese zwei lustigen Gesellen. Ich denke, ich kann hier bald den Nebel etwas lichten und verstehe sukzessive mehr jenen Hass, den sie mir entgegenbringen. In diesem Sinne, wir hören und sehen wieder voneinander. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, über eure zahlreichen Nachrichten. Bis bald. Schönen Abend. Ciao. Mein Gott. Sorry Leute, ich sehe furchtbar aus, aber ich bin auch total im Stress. Und ich denke, ihr lieben Menschen da draußen, dass die Iris einen Handlanger hat, den sie vorschickt, damit es nachher nicht auf sie, obwohl es kommt ja trotzdem auf sie zurück, aber dass man jetzt nicht gleich sagen kann, ach die Iris, sie hetzt schon wieder, daher schickt sie Richie vor, weil er muss ja die Informationen von allen haben. Und lieber Richie, wir sehen das Gleiche wie alle anderen und ich persönlich glaube trotzdem noch nicht, also hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass sie in Australien schon was miteinander hatten. Ganz ehrlich, wie gesagt, die Iris hat die nach meiner Meinung soweit dazu getrieben, sonst hätte der Peter vielleicht nichts gesagt oder noch nichts und hätte es so hingenommen, aber es hat ihm irgendwann gereicht. Und woher willst du wissen, dass die Yvonne ständig das der Bildzeitung verkauft? Es wurde doch auch nachgewiesen, dass sie es gar nicht war. Nicht mal mit den gefälschten Chats. Ich finde es schon unverschämt, bevor man was irgendwie richtig weiß, so hinaus zu posaunen und das gibt dann Hate. Ich finde es persönlich nicht in Ordnung, dass sich hier nochmal einer einmischt und meint, er war dabei. Wie jemand in meinen Kommentaren geschrieben hat, hat er in der Ritze geschlafen bei Iris und Peter Klein? Könnte man gerade meinen, Leute. So, jetzt muss ich leider los, weil ich mit meinem großen Labrador-Mischling, der ist schon 12 Jahre alt, zum Tierarzt muss. Und sorry für das wackelige Bild und ohne Ringlicht, ohne Licht, sorry. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich danke euch. Und nein, das Gerücht stimmt auch nicht, dass ich zu Promi büßen gehen würde. Was soll ich denn bitte büßen? Nee, stimmt nicht. Also ich gehe nicht dahin. Leute, ich habe hier noch was gefunden im Netz. Da stand, Narzissten sind Meister der Lüge und Täuschung. Sie werden dir niemals die volle Wahrheit erzählen, sondern immer eine Geschichte präsentieren, in der sie entweder als Held oder als Opfer dargestellt werden, aber niemals als Schuldiger. Da könnt ihr euch jetzt selber ein Bild machen, auf wen dies zutreffen könnte oder auch nicht. Und hier schrieb gestern die Yvonne Wölke auf ihrer Insta-Story, Leute, ich habe es gestern wirklich vergessen mit hochzuladen, sorry, seht's mir bitte nach. Und zwar, ich muss mich gleich übergeben. Manche verbreiten solch einen unverifizierten Schwachsinn. Heute ist noch Ostern und ich lasse mich nicht aufregen. Das machen andere für mich. Personen, die Abmachungen fordern und sich selbst nicht daran halten, die kann ich richtig gut leiden. Mir den Mund verbieten wollen, sich aber selber nicht daran halten. Aber morgen ist ein neuer Tag. Ich freue mich darauf. Let the games begin. Ja, liebe Yvonne, im Endeffekt tut es mir wirklich leid, weil sie und Peter alles abbekommen. Und ich sag's auch nochmals, Leute, es ist doch wurscht, ob die was zusammen haben jetzt oder nicht. Er ist ein freier Mann, weil er sich getrennt hat. Er hat sich vorher nicht getraut wahrscheinlich, weil er auch weiß, wie die Iris tickt. Aber nachdem sie so gegen ihn geschossen hat in der Öffentlichkeit, blieb ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig. Also ganz ehrlich, wer dann noch Gefühle für den Partner hat, wenn irgendjemand einen so traktiert, ey, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Liebe hin oder her. Ganz ehrlich, da ist die Liebe bei mir weg. Leute, hier habe ich noch was gefunden. Das war eigentlich in Facebook gepostet von Instagram Gossip Germany. Mutter von Daniela Katzenberger veröffentlichte sogar Textnachrichten, die Peter Yvonne geschrieben haben soll. Dann steht drüber, wenn man aus Fehlern nichts lernt. Und dann ist hier noch gepostet,
Nach einer gerichtlichen Verfügung muss sich die 55-jährige Iris nun in ihrer Wortwahl zurückhalten. Beleidigungen wie ekelhafte Frau oder Mutmaßungen, dass ihr Sohn in einer Gefangenschaft lebe, darf sie nicht mehr äußern. Iris Klein muss im Falle eines Verstoßes mit einer Geldstrafe rechnen. Dessen seien auch private Sprachnotizen von Silke Katzenberger im Netz gepostet worden. Das war die Iris Klein gegen die Silke Katzenberger und gegen ihren Sohn. Also die Silke Katzenberger ist ja mit ihrem Sohn verheiratet. Und das hatte ich gestern gefunden. Also sie hat nichts daraus gelernt. Was machst du und, ja. Hat mich dann angerufen während der Arbeitszeit. Wieso bist du jetzt in Instagram? Ich habe zu ihr gesagt, ich fühle mich wie im Käfig. Hör auf damit. Habe ich ihr zigmal gesagt, aber das ging halt hier rein und hier raus. Also Leute, hier schreibt der Richie Benz wieder auf seiner Instagram-Seite in der Story. Ich denke, keine Frau hätte Freude dabei zuzusehen, wie ihr Mann Instagram mit Tinder verwechselt. Platzen kann das Mandel echt auf Knopfdruck. Dann schreibt er hier weiter in seiner Insta-Story. Liebe Iris Kleinmama, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bitte vergeude keinen Gedanken mehr an diesen ehrenlosen Mann. Du hast wahrlich Besseres verdient. Meint er da eventuell, sie hat ihn verdient, weil er besser wäre? Ich finde es ja schon wirklich fragwürdig, dass der Richie Ben sich so einmischt. Für mich kommt das so vor, als ob es ihr Handlanger ist. Das war schon wieder ein kurzes Video, aber wie immer up to date. Bis dann, eure Dani.